Und es geht wieder weiter mit Siedler 7. Ich hoffe, das wird ein schöner Part, ja. Ich verspreche mich schon wieder lauernd, das geht ja überhaupt nicht. Ja, mit Erforschen läuft es auch nicht wirklich gut. Ja, was? Ach, Sonnenkönig haben wir. Ihr habt einen Siegpunkt erhoben. Perfekt, dann können wir gleich was für unsere Prestige wieder kaufen. Herausfordern? Na gut, dann seid gewarnt. So, dann machen wir mal das hier. Und gleich wieder neue Novizen nachschieben. Was wir ja natürlich auch machen könnten, wäre hier gleich wieder eine Getreidefarm mit einbauen. Getreide, Getreide und Schafzucht vielleicht. Das heißt, wir müssen hier noch einen Brunnen hinbauen. Ja, es scheint so, als ob wir das jetzt erforschen. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, der überbietet uns jetzt nicht nochmal. Ach, jetzt hat er das da unten angefangen. Na wunderbar, das ist schlecht. Ja, das ist jetzt der Kampf um die Sachen hier. Na, ihr wisst schon. Moment, den nächsten Sektor könnten wir eigentlich auch gleich einnehmen. Das machen wir auch. Und dann stellen wir Produktion von Novizen auf ganz hoch erstmal. Denn wir wollen auch wirklich hier alles einnehmen. Och nee, nicht schon wieder die Bevölkerung. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Moment, gleich haben wir das da oben. Dann können wir auch Häuserausbau machen. Wohnungsausbau. Lagerhausausbau brauchen wir dann noch. Siegpunkt gewonnen, Metropole. Und es gehört jetzt uns gleich. Moment. Meine Technologie wurde von eurem. Yeah, unsere Technologie. So, jetzt überbieten wir den da unten nochmal. Jetzt hat er das da drüben angefangen. Ich glaube, ich spinne. Jetzt will ich aber wenigstens das erforscht haben. Das heißt, wir hauen jetzt hier Wohnungsausbau überall drauf. Schön alle Wohnungen ausbauen. Ja, sonst gibt es, glaube ich, keine Wohnung mehr. Ja, wir haben noch sehr wenige Wohnungen, fällt mir gerade so auf. Und wir müssen mal den Arbeitsbereich hier hinstellen. Dann hier noch einen Geologen machen. Es sind jetzt zwei Geologen, den vielleicht noch. Drei Geologen, drei normale, passt perfekt. Verdammt, das da unten gehört gleich dem. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, perfekt. Dann gleich nochmal. Und ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ja, perfekt. Das wird doch. Ja, das nimmt doch hier ganz schön schnell Form an eigentlich. So, das nächste haben wir gleich eingenommen. Nächste Technologie, meine ich. Dann müssen wir noch das hier oben machen und dann haben wir es schon bald. Erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So. Wir machen Befestigungsausbau. Das hier könnten wir auch gleich machen, aber ich warte noch kurz. Jetzt hat der Gewaltmarsch noch gestartet. Och Mensch, jetzt startet er alles auf einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen jetzt hier alle Forschungen bekommen.
Das wird schwer. Das wird richtig, richtig schwer. Ja, das wird sauschwer. Erstmal bekommen wir jetzt das hier. Das andere können wir ja noch überbieten, wenn es soweit ist. Hier machen wir wieder einen Wohnungsausbau. Hier noch nicht. Hier auch noch nicht. Also da wird er noch gemacht. Oh Mann, das Ganze wird so schwer noch. So, schnell die Lagerhäuser bauen. So. Dann können wir doch schon mal... Gebäudeausbau fertiggestellt. Eisenmine. Eisen, ja, das brauchen wir doch auf jeden Fall. Nein, das war falsch. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, so. Wir waren erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. Gute Arbeit, Milady. Die halbe Schlacht ist schon gewonnen. Nein, die halbe Schlacht ist nicht gewonnen, weil ich habe hier ein paar Probleme. Ach, dann machen wir das Ganze eben nur so und so. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Scheiße, eine Technologie haben wir verloren. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie. Ja, das macht uns nichts aus. Ich glaube, die Produktion von Novizen kann jetzt runtergeschraubt werden, weil das nehmen wir jetzt ein. Und dann, was könnten wir denn noch machen? Handelsgemeinschafter. Sparfuchs könnten wir machen, genau. Perfekt. Erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Dann machen wir Händlergildenausbau. Yo! Dann gleich die Händlergilde hinbauen. Und dann machen wir das Level jetzt schnell zu Ende. Wir brauchen ja 5 Siegpunkte und wir haben schon 3 Stück. Das geht doch flott, die Poppy. Okay, was auch immer ich gerade gesagt habe, ich habe keine Ahnung. So. Gold. Gold. Und Gold. Da drüben das... Nein. Nein. So, jetzt. Da drüben dasselbe nochmal. Gold. Gold. Und Gold. Oh, hier unten ist auch nochmal Gold. Schlecht überlegt. Dann bauen wir hier so das hin. Ah. Na komm. So. Perfekt. Gold. Gold. Und Gold. Dann hier. Ach, dann eben nur so. Das und das. Wenn das jetzt alles gebaut ist, dann haben wir erstmal ausgesorgt. Das Lagerhaus muss auch ausgebaut werden. Was wir jetzt noch brauchen, wäre eine Weberei. Das heißt, die Brauereien können dieses Mal weg. Ja, wir brauchen jetzt keine Novizen mehr, das ist gut. Dann kommt hier eine Weberei hin. Hier auch eine Weberei. Hier dran eine Schneiderei.
Mit was könnten wir jetzt 2 Siegpunkte holen? Also Sonnenkönig sind wir schon mal klar im Vorteil. Imperator eigentlich auch, die Gegner erobern im Moment nichts. Quelle der Weisheit kann uns niemand mehr überholen. Feldmarschall braucht man nicht. Handelsgesellschaft könnten wir jetzt machen. Machen wir ja auch. Dann nur noch Sparfuchs eigentlich. Das war's dann damit. Dann haben wir das Level auch schon wieder abgeschlossen, nur muss jetzt erstmal alles produziert werden, das ist schon mal klar. Dann können wir doch das Wichtigste erstmal an den Vordergrund stellen. Das wäre jetzt hier einmal die Weberei. Und einmal die Schneiderei wurde gerade errichtet, verdammt. Und dann kann die Händlergilde doch erstmal an den Schluss... an den Schluss, verdammt, meine Stimme war gerade weg. Ja, die Karte ist eigentlich nicht so schwer, glaube ich mal. Und ich trinke mal kurz was. So, da hinten sieht man gerade Lord Wolverine, der hat im Moment 0 Soldaten. Wie das auch immer passieren sollte oder konnte. 0 Soldaten, nicht schlecht. Der müsste jetzt sehr leicht zu besiegen sein, auch wenn wir selbst nur 2 Soldaten haben. Ach, da hat er schon Türme aufgestellt. Türme, Türme, Türme. Ich hasse Türme. Haben wir Stein? Ja, dann machen wir hier mal Steinwege. Jetzt rennen die mal wenigstens ein wenig. Hier wird immer noch Stein abgehackt. Wir sind jetzt eigentlich im zweiten Part, sind wir im Moment von diesem Level. Sind wir eigentlich sehr schnell vorangekommen. Schon 3 Siegpunkte. Die letzten beiden kommen noch schnell. Ich muss nur immer mal gucken, dass hier auch alles schön noch so bleibt, dass die uns nicht irgendwo einholen. Metropole könnten wir eigentlich auch irgendwie bekommen. Nur die Gegner, die bauen dafür zu viel, obwohl hier ist eigentlich gar nichts drin. Und hier ist eigentlich auch nicht viel mehr als bei mir, deswegen wundert es mich, dass die viel mehr Metropole haben als wir. Aber was soll's. Ja, der hat doch hier ein schönes Städtchen. Aber unseres ist viel schöner, ohne Mauer. Mit so kaputten Ruinen, sage ich mal. Wie weit sind wir hier? Ach, da wird immer noch fleißig gebaut. Beziehungsweise ist ja noch in Planung. Oh, hier sollten wir mal auf Geologe umstellen. Sonst ist das mit der Mine gleich wieder vergessen. Und der Part ist schon bald wieder um. Schade auch. Oh, hier ist ein Turnierplatz. Das Ganze ist auch der spezielle Sektor. Den könnten wir auch einnehmen eigentlich. Aber zu viel Mühe lohnt sich nicht. Also ist egal. Und da sind auch 7 Soldaten drin. Das ist schon etwas mehr. Hm, vielleicht einfach noch so ein Haus hier hinbauen. Mit einer Münzprägerei. Ja, da wird langsam gebaut. Perfekt. Dann stellen wir den gleich auf Geologe um. Den zweiten hier auch noch. Und dann würde ich auch sagen, dass wir hier gleich den Schnitt machen und sehen uns zum nächsten Mal wieder. Also bis dann, haut rein.